Hey Schosch, Leute, willkommen zu einem Video, wo ich jetzt so nicht erwartet habe zu machen und eigentlich mache ich sowas auch aktuell nicht mehr, weil Focus Content and all that shit, aber ich habe mir gerade den fucking Summit von IGG angeguckt und oh mein Gott, ich muss das irgendwo alles mal gerade verarbeiten, was ich da gesehen habe, weil mein Hype ist zu hoch, als dass Twitter das irgendwie verstehen könnte. In dem Sinne, please enjoy this little Gedankengang eines Yakuza-Fans, der jetzt ein bisschen auf dem Trockenen saß für eine Zeit lang. Ich glaube, da können andere Leute ein paar Stories von erzählen, but you catch my drift. Thema 1, fucking Like a Dragon, es ist ja jetzt basically nicht mehr Yakuza, sondern Like a Dragon, which makes sense, ne? The fucking series changed over the years, ne? Makes sense. Und, oh mein Gott, wir kriegen hier im Westen endlich Isshin. Wir dürfen endlich Isshin spielen und dann auch noch eine fucking Kiwami-Version. Es ist basically, wir kriegen das Yakuza Kiwami 1 und 2 Treatment nur mit einem Spiel, wo wir schon seit 9 Jahren drauf warten und ich bin mehr als nur Hype. This game looks, es sieht einfach so unglaublich gut aus. Es sieht jetzt schon so crisp aus und ich wünschte mir gerade, ich könnte diese Demo spielen, but I can't. Ich bin nicht da. I only can watch it later. Aber zu wissen, dass da eine Demo draußen ist, die ich spielen könnte und ich es nicht kann, makes me a bit sad. Aber das ist okay. Ich bin auch gerade ein bisschen sehr hype über das Ganze in dem Sinne. Sorry dafür. Aber das ist etwas. Es ist Yakuza-themed, Like a Dragon-themed. Ich bin da ein bisschen hype mittlerweile. Ich bin hungrig. Lost Judgment was great. Don't get me wrong. Aber es ist. Ja, not the same. Es ist great, but not the same, to be honest. Und wir haben sogar schon ein fucking Announcement, wann das Spiel rauskommt, nämlich Februar nächsten Jahres, Februar 2023. Ist noch ein gutes Stück weg, darf man jetzt mal nicht vergessen. Ist noch ein knappes halbes Jahr bis dahin. Aber um Gottes Willen, ich bin mir jetzt schon, also sobald ich gucken kann, wo man es pre-ordern kann, I will be there. Also so viel ist man sicher. Ich bin Pre-Order-Man, I will get this shit. Und ja, zu diesem Thema auch einmal, kurz zu diesem Video einmal. Ihr wisst, ich mache eigentlich solche Videos jetzt nicht mehr, wo ich einfach nur off the chains, fucking Morgan-Style einfach anfange loszureden. Es ist nicht mehr mein Ding so, aber ich habe gerade so das Bedürfnis danach. I have to. Es ist nötig. Ich muss es loswerden. Und gerade Isshin ist etwas, wo ich seit Ewigkeiten drauf warte. It's fucking great. And I love it, dass das so das Announcement war, womit sie gestartet. Das waren 3 Announcements und sie haben damit gestartet. Das ist schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen mit copen muss gerade. Alter, 2023, what a time to be alive. Wir gehen jetzt auch mal ein bisschen out of order. Nämlich der nächste Punkt war eigentlich mehr so ein Main-Ding, aber wir überspringen den gerade einmal fürs Finale, weil 2023 kommt nicht nur Isshin raus, was great aussieht und ich mehr Charaktere aus. Es gab Zhao. Fucking Zhao und Korean Virgil. Mehr muss ich nicht wissen. Mehr brauche ich nicht. This is all I need to know. Shit's gonna be great. Das, was man gesehen hat, sah schon auch gameplay-weise echt geil aus. Auch wenn sie scheinbar nicht mehr die Dragon Engine nutzen, sondern die Unreal. Which is totally fine for me, as long as the game is fun to play, was ich mir gut vorstellen kann, dass es das wird. Bin ich jetzt schon hype, mir das alte Japan aus dem, was war das, aus dem 16. Jahrhundert anzugucken und shit's gonna be lit. Also, ich bin da jetzt schon hype drauf. Auch das Artwork, Alter. Allein das Artwork vom Cover sah, ich würde mir das würde ich mir an die Wand hängen. It looked so great. Nur mal so nebenbei. So, Isshin ist ein Ding. Das ist ein Ding, womit sie angefangen haben. Dann, was sie als letztes rausgebracht haben, wir kriegen scheinbar eine Sub-Story, beziehungsweise eine. Wir dürfen endlich erfahren, was hat Kiryu nach Yakuza 6 gemacht, zwischen 6 und 7 und apparently jetzt auch 8, aber dazu später. Nämlich, was durften wir da erfahren? Was kommt da vor? Was hat der Kerl in der Zeit getrieben? Das ist so sowieso was mich die ganze Zeit, was Fans sowieso ewig gefragt hat. Nämlich kriegen wir noch kein festes Datum, aber auch 2023 kriegen wir Like a Dragon Gaiden, was wahrscheinlich, weil es um Kiryu geht, ein bisschen mehr actionlastig wird, also mal wieder ein bisschen mehr
ja, ein bisschen actionlastiger, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Haben wir bislang nur so einen Announcement-Trailer halt zugesehen, also mehr so ein Tease-Trailer als alles andere. Ich schätze mal, da gibt es dann in naher Zukunft auch ein bisschen mehr. Und da erfahren wir endlich mal, was hat Kiryu so zwischen 6 gemacht, nachdem er tot für tot erklärt wurde, und 7, nachdem er, ne, auf einmal wieder da war. So, this is something big. Da wurde schon gesagt, von wegen, das soll halb so groß sein wie ein normales Yakuza-Game. Which is still a lot, wenn du mal drüber nachdenkst. Es soll auf einem etwas mehr als Kaito Fights, also es ist scheinbar ein bisschen mehr als ein DLC. Ob es jetzt DLC wird oder ob es ein eigenständiges Game wird, ist noch unklar. Aber ich würde jetzt einfach mal raten, es wird ein eigenständiges Game, weil, ja, höchstwahrscheinlich nehmen sie da eine andere Map für, weil es kommt, glaube ich, komisch, wenn Kiryu auf einmal durch Kamurocho durchläuft und sich denkt, yeah, that's my life now. Also, sie werden wahrscheinlich eine Map neu brauchen. Probably, so I guess. Das sind so Gedanken, die mir gerade durch den Kopf schießen. So, wo spielt das? Wen kriegt man alles zu sehen? Was ist die Story überhaupt? Und, oh mein Gott. Fucking more Kiryu-Content. I'm not simping for this, man. Nee, fragt, nö. Was ist euer Problem? You make this weird. Und als letztes, was eigentlich das zweite Announcement wird, if you think about it, eigentlich hätten sie es wirklich so rum machen sollen, es hätte mehr Sinn gemacht, ist, sie haben Like a Dragon 8, basically Yakuza 8, announced. Und Kiryu sieht alt aus. Hat graue Haare. Leute haben ihn als einen K-Pop-Stan hingeschoben und ich denke mir so, you realize this man's old, right? Der Typ geht wahrscheinlich, je nachdem wann Yakuza 8 spielt oder Like a Dragon 8, man muss sich jetzt umgewöhnen, das so zu sagen, geht der Kerl, ist er wahrscheinlich schon über 50 und geht auf 60 zu. Der Gute hat ein paar Jährchen auf dem Buckel mittlerweile. So, in dem Sinne, ne, es wundert mich gar nicht, dass er langsam graue Haare bekommt. Ichiban ist dann auch wieder dabei und scheinbar wird das so eine Two-Protagonist-Storyline. Und es soll auch mehr wieder ein RPG werden, also mehr wie Like a Dragon 7 mit Ichiban. Aber da wir so diese Kombination haben mit Kiryu und Ichiban, habe ich so die Theorie oder den Gedanken, dass es auch so ein bisschen Mixed-Gameplay sein könnte, dass beide so ein bisschen was bekommen, you know? Aber dazu wissen wir noch nichts und das wird sich auch noch ein bisschen hinauszögern, denn es wurde gesagt, das Spiel sei das größte Yakuza-Game to date. Which says a fucking lot, wenn du dir fucking Judgment, Lost Judgment, Like a Dragon anguckst. Für Like a Dragon, ob es auf Platin zu spielen, habe ich 80 Stunden gebraucht, so. Nee, war da 80? 40? Nee, 60? I'm not sure anymore. It's a lot. Eine Menge Zeit. Das Game ist riesig. Und wenn sie jetzt sagen, das wird jetzt, ja, Like a Dragon 8 wird das Größte, was sie je gemacht haben, dann denke ich mir so, yeah, this will be my life for the next few years. Und es kommt einfach mal erst 2024 raus. Sie sind halt aktuell da noch, es ist noch in der Mache, aber dass sie jetzt schon sagen, Alter, Yakuza Like a Dragon 8, also Like a Dragon 8, 2024, I cannot wait. Und thank fuck, I don't have to, weil fucking, es kommen 2 Spiele allein nächstes Jahr dafür. Mein Yakuza-Herz springt in die Luft und Twitter hätte diesen Rant hier nicht halten können. Deswegen, ich musste ein Video machen, es war mir ein Bedürfnis, ich konnte nicht anders. I am sorry about this. Es wird hier ein Bare Basic Edit wahrscheinlich sein und, ne? Ich verspreche euch, nächstes Video ist wieder quality-mäßig höher. I promise this. Aber das war's schon soweit von mir. Wenn ihr euch wünschen würdet, dass sowas hier häufiger mal, dass sich sowas mal mehr macht, hinterlasst ein Like oder abonniert den Kanal. I don't know at this point. Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich Yakuza-Content bekommen habe. Just like a dog without a bone, an actor on a roll. In dem Sinne, ne? Ja, das war's schon wieder soweit von mir. Ich mach das Ganze hier fertig, weil ich habe heute noch nichts gegessen, außer ein paar Weintrauben. Ich wollte unbedingt den RGG Summit gucken und habe mir gedacht, so, machst du dann nachessen. Dass da so viel kommt, hätte ich nicht erwartet. Dass das so mich so aus den Socken haut, hätte ich nicht erwartet. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne Woche und bis dahin, see you, Leute.